Wenn man es jetzt arbeitszeitmäßig anschaut, dann gibt es natürlich Gleitzeitmöglichkeiten. Das habe ich ja damals schon erfahren, wie ich berufsbegleitend studiert habe, gibt es die Möglichkeit eben, dass man auch kurzfristig einmal einen Tag freikriegt oder dass man einmal früher gehen kann, um was zu lernen. Bei uns die Regelung mit Arbeitszeit ist ja so, es sind 38,5 Stunden pro Woche. Die Mehrarbeit kann man nachher sich abgelten lassen in Auszahlung oder in Zeitausgleich. Das kann man selber individuell wählen. Das finde ich sehr toll. Somit kann man sich das einfach seinen Bedürfnissen anpassen. Natürlich ist jeder Mitarbeiter selber verantwortlich, sich seine Work-Life-Balance einzuteilen. Aber da bietet die IKB eigentlich genügend Raum, dass sich das jeder einrichten kann. Ich war wegen meiner zwei Kinder 4 Jahre jetzt weg vom Berufsleben, bin jetzt wieder gestartet, habe in der Zeit immer auch Kontakt gepflegt mit meinem Chef oder mit der IKB, um hier einfach auch diesen Anschluss nicht zu verlieren. Wir haben da einiges an Benefits. Das wären zum Beispiel die Essenszuschüsse, die ganzen Rabattsachen bei Firmen. Wenn man einkauft als IKB-Mitarbeiter, kriegt man da oft gute Prozente, was total toll ist. Wir haben Diensthandys und auch Möglichkeiten, mit den Dienstwägen zu fahren. Und was eine besonders schöne Möglichkeit ist für uns, ist das E-Bike. Das wird auch sehr gerne angenommen. Mit dem fahren die Mitarbeiter auch ziemlich gerne zu den Baustellen.